Ey, ich bin da. Hallo? Hallo? Ich bin da. Ja, ich bin hier. Es ist 22.04. 18.05. Wir spielen Majora's Mask. Willkommen bei unserer heutigen Episode. Und ja, was soll ich euch erzählen? Ich habe jetzt herausgefunden, jetzt gerade mal so, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir haben an sich alles richtig gemacht hier bei dieser alten Dame. Aber diese alte Dame hat noch ein zweites Herz für uns, weil wir die unsere Geschichte von den vier Giganten erzählen lassen. Die habe ich euch ja letztes Mal schon vorgelesen. Und auf jeden Fall ist es so, ja, wir stehen da echt cool. Schön, dass du da so stehst, Link, das ist wirklich wundervoll, dass du da so stehst, wie du da stehst. Aber wir haben was anderes. Ja, es ist okay. Okay, und dann müsste er mich jetzt nicht wieder zurückholen, genau. So, bravo Junge, hat dir die Geschichte gefallen, Tortus? Was haben die Leute getan und die Giganten zurufen? Keine Ahnung, müssen wir nämlich jetzt einkippen. Ja, das ist die richtige Antwort. Oh, wirklich? Ja, du hast brav zugehört, deshalb bin ich froh. Zur Belohnung gebe ich dir etwas Süßes. Bläh. Zweites Herzteil, du Arsch, sagst du eigentlich. Okay, alles klar, wir haben unsere Energieleiste nochmal erhöht. Die alte Dame hat dich gelobt, das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay, alles klar. Schöne Sache, freut mich wirklich sehr. So, was wir als nächstes machen, gute Frage. Ich erzähle es euch, wir machen jetzt mal einen kleinen Abdrifter in die Late Night. Yeah. So richtig, yeah. So richtig, yeah! So richtig, yeah! Okay, alles klar. Nein, was wir jetzt machen ist, wir müssen einmal das Lied abspielen, das blöde Lied der Zeitvorspulung. Weil wir müssen uns in eine coole Late-Night-Stimmung bringen. Wir haben sogar die richtige Maske für die Late-Night-Stimmung auf. Wir haben sogar die Maske auf, so, yeah, Late-Night ist cool. Wir alle wollen in Late-Night. Nee, was wir jetzt wirklich vorhaben ist folgendes. Jetzt in der Nacht des zweiten Tages haben wir nicht was vor. Jetzt können wir das nämlich machen. Wir müssen einmal diese Maske kurz loswerden. Wir haben nicht eine andere Maske, die wir brauchen. Und zwar ist es diese komische Romanis-Maske. Drücke C, um zu beweisen, dass du ein Mitglied der Milchbar Latte bist. Ja, das, genau deshalb bin ich hier. Genau deshalb zeige ich euch das Ganze hier gerade. Wir wollen diese Maske nicht einsetzen, damit wir jetzt in die Latte-Bar kommen. Latte. Kundenregelung der Milchbar Latte. Das ist so, wisst ihr, als kleines Kind war das immer total witzig, aber naja, gut. Unser Kontingent an Milch ist begrenzt. Aus diesem Grund checken wir nur an Mitglieder aus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommen sie leider nicht in den Genuss unseres Ausschanks. Der Besitzer. You got a double kill. Okay, alles klar, ich will da rein eigentlich. Ihr könnt da rein. So, ihr müsst diese Maske aussetzen, sonst sagt euch die Tür, nö, du bist ein Arsch. Und das wollen wir natürlich verhindern, weil sind wir ja kein Arsch, wir sind ja cool. Hallo Mario, schön, dass du hier bist. Mario... Erzähl uns ein bisschen was. Ah ja, sie sind ein Mitglied. Es tut mir leid, aber die Bar öffnet erst um 10 Uhr abends. Bereite gerade alles vor. Wenn sie ein wenig plaudern möchten, dürfen sie gerne bleiben. Jo, geil. Dann ist das anscheinend so. Plaudern? Klar, dann lass uns mal plaudern. Ich glaube, ein Mitglied muss sich das zwar nicht erklären, aber wir sind eine Milchbar und wir servieren außerlesene Milchspezialitäten. Unsere beliebteste Sorte ist natürlich der Chateau Romani. Eine Qualitätsabfüllung. Das ist natürlich super. Sein Ursprung ist die Romani Ranch und der Preis liegt derzeit bei 200 Rubinen. Das scheint Sie nicht zu überraschen. Oh, oh mein Gott. Diese Milch verfügt über eine höchst erstaunliche Eigenschaft. Es kommt zwar darauf an, wenn man fragt, aber manche Leute behaupten, sie diene als eine Quelle der Magie. Man sagt, ein Schluck würde reichen, ein sehr teurer Genuss, aber das kann uns ja nur recht sein. Außerdem werden unsere Bestände knapp. Oh, südlich von hier gibt es eine Straße, die nennt sich nicht umsonst den Namen Milchstraße trägt. Irgendjemand hat die Straße mit einem riesigen Felsbrocken blockiert. Deshalb kommt keine Lieferung von der Ranch. Es ist schrecklich. Was soll ich bloß meinen Kunden anbieten? Kacke zum Trinken. Kacke, die man trinken kann, ist sehr gesund. Na gut, wir warten mal, bis es soweit ist, meine lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder. Sehen wir uns gleich wieder. Sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen nämlich coole Action machen. Ich verspreche es euch. Nun ist es gleich soweit. Reden wir nochmal mit dem Kerl hier. Ach, Ärger, Stress, ich bin beschäftigt. Diesen Typen könnt ihr sehr oft in der Stadt einfach rumlaufen sehen. Wie er einfach ein paar Dingen nachgeht. Unter anderem geht er auch zum Bürgermeister wegen etwas. Aber naja, das werden wir uns nochmal später ansehen. Bürgermeisterkram, der kommt erst noch. Tja, und um 10 Uhr werden wir uns gleich nochmal in die Bar begeben. Und mal gucken, was wir dort so treiben können. Ja, was wir jetzt machen, stellen ziemlich viele Spieler von Majora's Mask in Frage. Aber, was ich jetzt gleich tun werde, das ist etwas,
ja, wie gesagt, was in Frage stellen will, aber auch in der Nintendo 64-Version seinen Nutzen hat. In der 3DS-Version ist das, was wir hier tun, um einiges nützlicher. Von daher, gerne gesehen. Aber auch in der Nintendo 64-Version ist das, was wir jetzt tun, etwas, was man machen muss für die, für etwas ganz spät ins Spiel und außerdem noch für etwas anderes wichtig, was man machen kann. Weil das weiß doch keiner. Das weiß doch keiner. Nee, das weiß doch keiner. Ich finde, ich bin eine Kuh. Ich bin eine Kuh. Eine Kuh. Eine Kuh. Okay, gut. Es geht wieder. Tja, was ich euch sagen will, ist, dieser Kerl hier, der möchte mit uns ein bisschen reden. Hallo, wir hatten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf, ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal leben, wie es gewesen wäre. Hey du, willst du mir wohl zur Hand gehen? Jo, geil. Das geht los, mein Freund. Was machen wir denn hier? Okay, du spielst doch die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Okay, alles klar, machen wir. Und jetzt? Was willst du von mir? Okay, pass jetzt genau auf. Spiele bitte A mit A und C. Okay, ich soll oben, rechts, links, rechts. Okay. So, yeah, yeah. Okay, das machst du sehr gut. Sehr schön. Ja, schönes Lied, wirklich schön. Ja, wirklich sehr schön. Ja, toll, danke. Okay, das hört sich gut an. Ja, was sagt unser kleiner Freund dazu? Das hört sich gut an. Diese kratzende, sinnlose Lärm etwa? Toto, der Bandmanager, wurde ins Notizbuch eingefügt. Ja, genau, der hört sich gut an. Aber weißt du was, mein lieber Luigi-Freund? Also, ich lasse mir nicht den Spaß verderben, Luigi-Freund. Ja, und wir können dann auch weiter mit ihm reden. Einfach mit Z-Lock anvisieren und weiterreden, anstatt runterzugehen, bitte. Würdest du mir bitte zur Hand gehen? Na klar. Okay, du spielst doch ein Blasinstrument. Stell dich vorne links ins Scheinwerferlicht. Vorne links. Yeah. Meinst hier, ne? Ich bin vorne links. Oh, geil. Okay, pass jetzt genau auf. Ich spiele rechts, A, unten, rechts, rechts. Rechts, rechts, genau. Ich habe rechts, rechts gespielt. Habt ihr gesehen? Genauso, wie es dort steht. Das ist genauso gelaufen. Wow, das ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schönes Lied. Wirklich schön. Wirklich toll. Danke. Okay, das hört sich gut an. Was sagt er dazu? Das hört sich gut an. Dieser kratze, sinnlose Lärm. Schon wieder, ja. Besoffenheitsman lässt seine Besoffenheit freien Lauf. Und er denkt sich so, besoffen sein ist cool und du bist schwul. Ja, das denkt sich das Spiel die ganze Zeit schon von mir. Als nächstes sind wir mal in Grone. Dass es sich nicht darüber wundert, dass wir uns die ganze Zeit verwandeln, ne? Hallo, ich bin ein Grone. Okay, gut, es geht wieder. Hallo, ich bin ein Grone. Ich rede mit dir. Willst du mir zur Hand gehen? Na klar. Machen wir gerne. Was kann ich für dich tun? Okay, du spielst doch Schlagzeug. Stell dich in die hintere links ins Scheinwerferlicht. Okay, hinten links, das wäre wohl hier. Okay, pass jetzt genau auf. Ah, ah, ah. Unten, ah, ah, ah. Rechts, ah, ah, ah. Okay. Das hört sich absolut grauenvoll an, will ich an der Stelle mal erwähnen. Okay, das hört sich gut an. Nein, tut es nicht. Los, bis auf, als man sagt, wie es wirklich ist. Was hört sich gut an? Dieser kratze, sinnlose Lärm etwa? Ja, mal wieder. Mal wieder. Denkst du, das sinnlose Lärm? Ich bin der Strider. Ich kenne keine Gnade. Ich kenne Wände, aber keine Gnade. Okay, gut, ich hör auf, ich hör auf. Ich kann mich damit viel zu lange beschäftigen. Okay. Das letzte Instrument fehlt noch, der Super Gitarrenman. Ich bin der Gitarrenman, bin ich jetzt gerade. Okay, dann wollen wir. Hallo. Willst du mir wohl zur Hand gehen? Jo, klar, geht los. Was soll ich diesmal tun? Okay, du spielst so Gitarre, stell dich in Scheinwerferlicht auf der rechten Seite. Jo, mach ich gerne. Ja, yeah, Gitarrendriver. Okay, pass jetzt genau auf. Gitarrenman. Okay, oben, rechts, unten, A, oben, rechts, also, ich bin kacke im Gehirn. Ich jamme so gerne. Okay, Entschuldigung, ich muss aufhören zu jammen. Muss mich konzentrieren. Oh ja, ich jamme so gerne. Okay, Entschuldigung. Ich hab mich wieder, okay? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Es tut mir leid. Yeah, jetzt geht's los. Jetzt alle zusammen. Jam, 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 jam. Jo, rechts rüber.
Auf einmal jammt er nicht mehr. Auf einmal Jazz geworden. Okay. Bravo, das war großartig. Ja, hast du auch so viel mitbekommen. Diese Melodie. Diese Melodie, sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist ihr größter Erfolg. Die Ballade von Windfisch. Ja. Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indiegogos damals in die Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stückchens kennenzulernen. Ja, jetzt hatte Lulu den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Okay. Also steht jetzt ihre Tochter auf der Bühne. Das würde ich gerne mit eigenen Augen hören. Oh mein Gott, ist das traurig. Aber ich bin Sora Driver. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalzeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Sinnlose Maske, die nichts bringt. Du hast die Maske des Zirkusdirektors erhalten. In der 3DS-Version heißt sie, glaube ich, Truppenmaske. Maske der Truppe oder sowas. Also irgendwie, keine Ahnung. Diese Maske wirkt so traurig, dass durch ihren Anblick selbst ein Herz aus Stein erweicht werden kann. Du hast die Tränen des Zirkus direkt Scoreman gesehen. Das war nur die Zufallmerk. Ah, ich habe Leute zu Wein gebracht. Das ist sehr gut. Okay, willst du noch mehr Wein? Willst du noch mehr Wein? Hä? Jeremia, da war ich halt auf der Ranch. Meine Brüder, ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Ja, er denkt an seine Brüder nach. Da wäre die zwei Brüder, diese Gorman-Gebrüder, die wir auch schon zu Rennen rausgefordert haben und die uns auch schon geradet haben, als wir die Milch geliefert haben. Naja, die sind das, aber passt jetzt mal auf. Sollten wir, hätte ich es gemacht, hätte ich jetzt nochmal diese Raidungsmission gemacht mit der lieben Lady Romani, dann hätte ich diese Maske aufsetzen können und die zwei Brüder hätten nicht angegriffen. Viele Leute wissen das nicht. Diese Maske ist wirklich unglaublich nutzlos eigentlich in diesem Spiel, weil das ist ihr eigener einziger Nutzen. Natürlich, es gibt nachher noch andere Nutzen, wo man sie auch nebensächlich brauchen wird, aber der wirkliche Eigennutzen dieser Maske ist in der Nintendo 64 Version extrem beschränkt. In der 3DS Version könnt ihr mit dieser Maske noch eine Flasche erhalten, aber naja, wir spielen die Nintendo 64 Version. Wie ihr die Flasche haltet, ja, versucht mal zu den Gorman-Brüdern in den nächsten 3-Tage-Rhythmus mal hinzugehen. Vielleicht könnt ihr euch ja weiterhelfen. Nun ja, so viel dazu. Das sollte da nochmal gezeigt werden. Aber hier, wenn ihr diese Drehmaske tragt, dann werden euch die Gorman-Brüder nicht angreifen, während ihr sie mit dem Bogen abschießen könnt. Machen sie nicht. Sie werden nichts tun. Das ist aber auch wirklich der einzige Nutzen dieser Maske. Mehr nicht. Und sie ist wahrlich nutzlos. Gerade weil es nur das war. Na, Hund, willst du sterben? Okay, leider hat nichts gebracht. Okay, tja, was bleibt uns jetzt noch zu tun? Tja, wie ich würde sagen, wir sehen uns dann mal am besten wieder im Kana Canyon. Ich glaube, dann habe ich auch alles so gemacht, was ich euch zeigen wollte. Ja, nächstes Mal sehen wir uns dann wieder im Kana Canyon wieder. Und da machen wir dort ein bisschen Party. Machen wir heute Party. Nein. An der Stelle grüße ich nochmal die Franzi. Weil Franzi mag Pizza. Und, ich hoffe, dass du eine schöne Nacht haben wirst, weil es ist so schön gemütlich hier gerade heute Nacht hier auch bei Link und der denkt sich nur Scheißwand. Und ich hoffe auch, dass du einen gemütlichen Abend haben wirst. In dem Sinne, euch allen eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade tut. Und wir hören uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Okay.